Ich warte einfach noch ein paar Minuten. Also 20 Minuten haben wir noch. Das ist, wie gesagt, Viertel nach ungefähr. In der Hoffnung, dass sie sich gegenseitig ausmerzen. Wartet mal, ich gehe mal kurz ins TS runter, damit ich... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Okay, ist wieder einer weniger. Nur noch zwei. Ah, dank TS weiß ich das allerdings auch nur. Normalerweise hat das nichts mit Survival Gaming zu tun, aber andersrum wollten sie es eigentlich auch so gestalten, dass, wenn es bekannt ist, eine Ansage via Admin-Tool kommt. Also es war mal so gedacht. Schwierig. Ich müsste rein theoretisch rein. Ist nur die Frage, wie nähere ich mich dem? Und wo ist Nummer 2? Wer sitzt drinne und wo ist Nummer 2? Der geschossen hat. Wartet mal. Ach, kommt. Ich komme hier nicht durch, oder was? Was ist denn das für ein bekloppter Baum, Alter? Da wird ja wohl oben keiner drinne sitzen, ne? Und selbst wenn, müsste ich sehen. Ich gehe jetzt mal volles Risiko ein. Vielleicht finde ich hier noch was. Munitionstechnisch oder... Ganz zu schwenken, dass ich oben aus dem Fenster eventuell mir ein kleines Bild... Oh, come on. Geh doch durch! Ey, das ist echt krass. In der First Person sind die Charaktere definitiv breiter. Zumindest hat man das Gefühl. Da unter liegt ein Stift oder da drinnen? Keine Ahnung. Natürlich nicht, ne? Das wäre so krass gewesen. Aber ich habe die Munition nicht dafür. Also es gab's wie ein Sprung. Die Schule und das Gelände. Oh, das ist natürlich interessant. Die Tür wird es aber verraten haben, denke ich mal.
habe nicht die leiseste Ahnung, von wo der Schuss gerade kam. Oben. Er hat nicht getroffen. Kann nur obere Etage sein, dass der oben drauf sitzt. So, liebe Survivor, das Hühnergyros schmeckte wunderbar. Ihr habt noch 10 Minuten Zeit, um die Schule in Vibor zu halten. Haut. Das Problem ist, normalerweise besagt oder untersagt das die Regel, dass zusammengearbeitet werden darf. Sorry, wenn ich ein bisschen leiser bin. Ich versuche hier gerade Schritte zu ordnen, ob der sich bewegt. Also Zusammenarbeit ist eigentlich strengstens verboten. Strengstens, wohlgemerkt. Ich hoffe, die halten sich dran. Ne? Aber wer pfiffig ist, der geht genau diesen Weg. Wenn jetzt jemand von hinten kommt, bin ich sowas von am Arsch. Von wo wurde ich beschossen? Von wo? Ich nehme an, hier unten von dem Raum. Habt ihr es gesehen? Nee, ist nur ein Regal. Alter, von wo hat er geschossen? Oder doch von draußen? Minuten.
ihr, was ich meine? Alter, jetzt geht mir hier gerade der Arsch auf Grundeis. Er geht jetzt nämlich durch das Haus zurück. So, ihr habt noch 5 Minuten. Was ist das für ein hässlicher Bug? Sorry, wer hier hoch will. Noch 4 Minuten. Keine Ahnung, bin King of the Hill. Hol mich doch. Geht mir genauso. Und nu? Was gibt's denn da für eine Regelung? Ihr habt noch 3 Minuten Zeit, um die Schule in Vibor zu halten. Habe ich dich vorhin eigentlich getroffen? Nope. Aber ein Schreck hast du mir eingejagt. Hat gesessen. Ja, ich hatte zweimal die Chance, aber nein, natürlich weiß ich nicht. Mhm. Sind wir nur beide alleine? Oder wo ist Nummer 3? Nummer 3 auch hier irgendwo? Das frage ich mich auch. Eigentlich sollte noch ein Bett hier sein irgendwie. Ja. Ich hab, also rein theoretisch, wenn dem so ist, dann müsste hier noch jemand sein. Noch 2 Minuten. Ist das jetzt Treppe oder oben? Tut mir leid. Lol. Sorry. Michael. War noch, Cut. Ne? Cut. Player. Ja. Krass. Wie habt ihr mich denn jetzt, warum? Achso. Noch 1 Minute Zeit, um die Schule in Vibor einzunehmen. Michael, Vincent, gebt Gas. Woher wusstet ihr denn, dass ich jetzt umgenietet wurde? Lox. Ach, Lox, alles klar. Ey, aber das war jetzt krass. Also entweder hat er durch die Wand geschossen oder, ja, keine Ahnung. Eigentlich bin ich da nicht wegzuholen gewesen. Erschossen wurden. Hä? Ja. Erschossen wurden, kein Zombie.
Nee, nee, ach, ich habe in der Schule ganz oben gesessen, King of the Hill. Hättest du überlebt, dann hättest du sogar gewonnen gehabt. Tja, dumm gelaufen, würde ich sagen, ne? Ein mieses Fenster in meinem Rücken kostet mich das Leben. Aber Glückwunsch, ich tue sie es. Nice moves, wollte ich gerade sagen. Ich habe echt damit gerechnet, dass du durch die Tür kommst. Ich war so auf Anspannung, ich hätte instant geschossen. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne? Allerdings ist er auch nicht als Sieger hervorgegangen, weil der Sieger ist Holomulu gewesen, der jetzt den Titel Last Survivor Friend der Daisy trägt. Er hat das Privileg dazu. Bis zu den nächsten Survivor Games, bis ihn jemand diesen Wanderpokal abnimmt, sofern er dann stirbt natürlich. Und ja, würde mich auf jeden Fall freuen, das Event nochmal machen zu dürfen. Natürlich in der Hoffnung, dass ein paar mehr Survivor da sind, weil es waren ein bisschen wenig. Ich möchte nicht wissen, was für eine Party herrscht, wenn da wirklich 30, 40 Leute aufeinandertreffen. Zuzüglich natürlich auch zu den Organisatoren, wo ich auch nochmal ganz dringend Danke sagen möchte. Ihr habt einen richtig guten Job gemacht. Besonders auch an Komanase. Wow, also deine Events, die das Durchplanen und allen drum und dran, das ist ein Haufen Arbeit, dessen bin ich mir sehr wohl bewusst. Und du bekommst auch sehr, sehr wenig Anerkennung dafür, was eigentlich sehr schade ist, weil organisatorisch Glanzleistung, absolute Glanzleistung. Danke natürlich auch an Friendly Daisy, dass ihr wieder einen Server zur Verfügung gestellt habt. An die Admins, an die Streamer und natürlich auch an die YouTuber, die da mitgewirkt haben. Und ja, jeden, der das jetzt so gesehen hat, bis zum Ende durchgehalten hat, auch jetzt das hört, was ich hier sage. Kleiner Aufruf an euch, wenn ihr euch berufen fühlt, bewerbt euch bei Friendly Daisy. Diese Events werden sich wiederholen, sei es das Survivor-Event bzw. das Gefängnisinsel-Event. Und da würde es mich natürlich freuen, den einen oder anderen von euch zu treffen, vor allem, wenn da wirklich mal richtig Action ist. Ne, also so 30, 40 Leute, stellt euch das mal so vor, ne? Ne, das ist mal Revue passieren, das schallert, aber richtig. Ja, und insofern, ne, alles Gute, angenehme Woche. Wir haben ja leider Sonntag und morgen ist schon wieder Montag. Ja, geht mir genauso. Aber ihr schafft das, ihr schafft das. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche, angenehme Arbeitstage oder was auch mir gerade macht. Und dann schaltet einfach beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut!